So, weiter geht's. Und zum Glück haben die nächsten beiden Missionen nichts mit irgendwelchen blöden Fliegern zu tun. Theoretisch könnte ich mir zwar Rüstung holen, aber die Mission ist auch so zu schaffen. Ach, ihr seid so nervig. Das heißt, genau genommen war hier ja, glaube ich, irgendwo eine Rüstung. Und hier ist bloß wisst wo. In irgendeinem von diesen kaputten Fliegern. Da sind da halt so viele von denen. Welcher könnte der richtige gewesen sein? Ah, hier. Bist du so ein Deppi? Hehehe, was ist denn der für einer? Wie immer gibt es natürlich diesen übertastlichen Mausbug. Ich frage mich echt, wie man sich so einen Bug ausdenken kann. Und das sage ich wahrscheinlich jedes Mal. Aber trotzdem, sowas merkt man doch im Testspiel. Ich meine, man entwickelt die Spiele ja nicht nur für irgendwelche Komischkonsolen. Sondern die Hauptspielplattform ist natürlich der PC. Theoretisch könnte man versuchen, das Mataschip zu kriegen, aber das bringt überhaupt nichts. Ach na toll, ich hätte es mit der Rüstung natürlich nicht machen müssen. Vor allem ist sie aber auch komisch, man kann die ganzen Soldaten abschießen. Und die wissen dadurch nicht, wo man ist. Sondern der Alarm geht nur dann los, wenn einen der Suchscheinwerfer erwischt. Ach, jetzt haben die sich aktiviert, stimmt's? Toll, die sind irgendwie stärker, als ich in Erinnerung habe. Dieser Airschieß. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die hier nämlich tatsächlich M4s haben. Dafür kann man die ja zum Glück trotzdem gut abrattern. Eigentlich geht es hier jetzt einfach nur drum reinzukommen. Achso, jetzt wollte ich irgendwie F5 drücken, um zu speichern. Das geht ja gar nicht. Toll, jetzt werde ich wieder abgerattert. Du blöder Mauszeiger. Eigentlich ist es hier ja auch nicht sinnvoll, jeden einzelnen Soldat killen zu wollen. Must have been nothing.
Deshalb gehe ich nämlich nur die, die sich mir in den Weg stellen. Piu. Kriegt mich doch. Oh, hier gibt's Striche, habe ich ja eh schon volle. Schwangel, Schwangel, Schwangel! Und egal wie man hier reingekommen ist, die wissen immer, dass man drin ist. Installation personnel, please be aware, we are at condition red. This is not a drill. This facility has been breached. All security personnel head to the research labs now. Was soll diese Böse ist? Man muss auf jeden Fall die SM-Stellung abschalten, und sonst ist man nämlich ganz einfach tot, wenn man raus will. Roy, ich bin am Verlieren. Oder ich werde hier noch gekillt. Na, hier ist es. Es ist nämlich freundlicherweise nicht markiert, dass das da ist. Ey, du da! Ja, na klar! Ihr Erschießt! Jetzt wird's nervig. Die Bastarde sind hier jetzt nämlich überall. Und es ist fast unmöglich zu verhindern, von denen getroffen zu werden. Ihr Nervensägen. Toll, wegen diesen Bastarden ist meine ganze Rüstung weg. Natürlich ist hier ja auch nicht nochmal eine. Aber egal, die werden mich ja sowieso nicht kriegen. Warum ist das so ein Auto ist? Normalerweise ist es nämlich so, dass wenn man auf dieser Mission ist, dann kommen so gut wie gar keine Fahrzeuge mehr.
kann das Jetpack natürlich auch nicht verlassen oder so. Wenn man aber eine Verkaufsmaschine benutzt oder ein Casino oder so, dann ist es so, dass das Jetpack weg ist und wenn man dann zum Zertrust zurückgeht, dann hängt sich das Spiel auf. Was natürlich ganz toll ist. Beziehungsweise eigentlich, das Jetpack wegzukriegen ging doch irgendwie anders. Wie ich weiß, muss man nämlich einen Kran benutzen oder so, damit das Jetpack weggeht. Und eine Verkaufsmaschine oder so, damit die Enter-Taste wieder funktioniert. Carl, dude, man! Hey, here you go. You better stash it somewhere fast. Far out, have a nice trip, dude. Hey, wait a... was it too much to ask to get a lift into town? Darn it, I'm gonna be sick! Oh! Halt die alte Bitch! Jetzt stürzt sich bestimmt, stimmt's? Es war so klar! Ach nee, ganz bestimmt werde ich da jetzt hinfahren. Wow! Glück gehabt, ich bin schnell noch abgesprungen. Hey. Oops. Sorry about that. Control yourself. I'm late. I won't get my cocksucking freak. You picked the wrong hoe. This is my frickin' patch. Watch it! Ooh. Come on then, asshole! Look where you're going. I'm gonna kick your nuts flat. Don't push me. Filthy lump of crap! Watch out! Ooh. You can't hit me, I'm a lady. Oh. Friggin' loser asshole. Stay the hell away. Cocksucker. Oh. Ow. Use your friggin' eyes, cocksucking freak. Back off. You picked the wrong hoe. Ah. It's cash up front. This is my frickin' patch. Come on then, asshole. Hey. I'm gonna kick your nuts flat. This is my space, filthy lump of crap! Hey, this is my turf. You can't hit me, I'm a lady! Who do you think you're pushing, friggin' loser asshole? Oh! Cocksucker! Gotta pay to touch, honey. You're too dirty to be touching me, Dick Liz asshole. Come back here. Come on, dude.
move your body. Do-do-do, move your body. I'm having this fight. So, und jetzt gibt's hier noch ein letztes Mal das Gedödel. Und dann sind endlich alle Flugmissionen erledigt. Allerdings hole ich mir hier jetzt auf jeden Fall wieder eine Rüstung. Wie, ey? War die bloß? War das hier? Hä? Weiß ich das nicht mehr genau. Ihr Nervensägen! Oh, jetzt aber. Mal sehen, ob ich es schaffe, da tot zu gehen. Auch hier kann man natürlich nicht wieder das Jetpack einfach verlassen. Sondern man muss das gleich so schaffen. Ausgerechnet, jetzt muss das Spiel natürlich doch mal einen Ballast spawnen. Ist ja mal wieder klar. Wow. Na toll. Ey, nicht so weit hoch, Mann. Toll, jetzt werde ich abgesnipert. Aber ich bin schon halb tot. Nein!
Damit habe ich nicht gerechnet, dass da noch einer ist. Toll, jetzt gehe ich total tot. Kann ich nämlich überhaupt nichts mehr machen. Da hatte ich ja jetzt echt mal null Chance. Vor allem darf ich mir jetzt die Rüstung wiederholen. Der Typ hält ja mal absolut gar nichts aus. Wie schaffen das denn bitte schön Spieler, die entweder die Rüstung nicht holen oder die Bürgerwehr- und Krankenwagenmissionen nicht gemacht haben? Das ist ja völlig unschaffbar. Weil die Airschies benutzen einen Aimbot und einen Wallhack. Man selber kann mit dem Lushi-Jetpack auch überhaupt nicht richtig steuern. Vor allem ist es aber so, dass die Waffe nichts taugt. Mal sehen, ob ich wieder sterbe. Wahrscheinlich schon. Weil es nämlich nicht möglich ist. Der Typ hat einfach keine Striche. Und keine gescheite Knarre natürlich. Mit einer TMP kann man dem Gegner nie irgendwas abziehen. Sondern die TMP sollte man nur dann nehmen, wenn man verlieren will. Ich camper jetzt einfach hier. Vielleicht bringt es ja was. Ich treffe natürlich nichts. Wenn ich treffe, dann zieht es nichts ab. Wobei, es ist eh immer die letzte Kiste. So kann ich mir jetzt zumindest die anderen alle sparen. Also bei den vorderen Kisten, da ist es jetzt egal. Von wie viel Airschieß die bewacht werden. So, ihr Trottel, jetzt könnt ihr mich aber alle mal am Arsch lecken. Kriegst du langsam auch richtig Hunger, also im RL. Merk, wie ich in echt Striche verliere, weil ich schon so lange nichts mehr gegessen habe. Got it, man? I got something. Let me see. Ooh. So, und dann geht's also wirklich nach Las Venturas. Da gibt natürlich den Mauspack, was eigentlich auch sonst.
Das Video ist ja schon wieder riesig. Dann beende ich das nämlich einfach und das geht dann irgendwann anders mal weiter.